So, liebe Westernfreunde, richtige Cowboys trinken aus solchen Gläsern. Ja. Oh. So muss der Whisky sein. Und es ist immer noch Joe Got the Gun an meiner Seite. So. Und damit herzlich willkommen, liebe Cowboys, hier bei Vorhang auf und der dritten Runde meiner Western-Vorstellung. So, und das, was ich euch eben gezeigt habe, so haben die das in den Filmen immer gemacht. Und diesmal habe ich sogar von der Form her richtiges Glas. Es ist ein bisschen zu groß geraten, aber was soll ich sagen? Der René, der Filmrebell, war so aufmerksam und hat mir zwei von diesen Gläsern geschickt, damit ich mal, naja, dem Western angelehnte Whiskygläser habe. Obwohl ich glaube eher, dass er diese Wassergläser aus der Jugendherberge gezockt hat. Ne? Und wie ich es eben vorgemacht habe, würde ich niemals einen Whisky trinken, denn das hier ist Rooibos-Tee. Ja, das würde ich niemals machen, so ein Glas. Wie gesagt, die waren ein klein bisschen kleiner, aber in den Western haben die ja auch immer auf Ex. Und ich würde mal wetten, da war auch nie Whisky drin, ne? Deswegen habe ich es gerne mal so nachgetan. Also, seid willkommen also bei dieser nächsten Western-Folge, wo ich drei Western vorstelle. Und heute sind es ausnahmsweise mal vier Western, denn der eine kann nicht ohne den anderen, denn der hat eine Fortsetzung. Es geht um das Gesamtthema der Menschen, die nicht in Ruhe gelassen werden, die von ihrem Land vertrieben werden, von anderen Nicht-Gönnern und, die sich immer breiter machen wollen. So. Ja, die armen Farmer zum einen, der Fortschritt auf der anderen Seite, der hat viel mit der Eisenbahn zu tun, natürlich mit den neuen Siedlern, die ins Land kommen wollen und so. Und das ist so ein Hauptthema, das allerdings, glaube ich, das ist sehr verschieden hier angesteuert wird bei meinen Western. Alles klassische Western. Wir fangen an mit dem ersten Western und da gehen wir ins Jahr 1954. Johnny Guitar, Wenn Frauen hassen, der deutsche Untertitel. Im Original heißt er einfach nur Johnny Guitar mit Joan Crawford und Sterling Hayden hier. Ja, das ist ein wirklich klassischer Western, der auch sehr, sehr angesehen ist. Dieser Western ist, erstmal hier hinstellen. Dieser Western ist von Nicholas Ray in der Regie und die Musik stammt von Victor Young, genau, Victor Young. Und wenn man denn die Musik hört, Victor Young, der hat nicht so typische Western-Musik gemacht, möchte ich mal sagen. Das ist schon so eine Gitarrenmusik, ja, weil es geht ja um Johnny Guitar, der plötzlich auftaucht. Es geht aber eigentlich um eine Bar- und Spielsalonbesitzerin namens Vienna, gespielt von Joan Crawford. Hervorragend, wahnsinnig gut. Und deren verfeindete, ebenbürtige andere an ihrer Seite, Mercedes McCambridge, ja, das sind zwei Frauen, die sind verfeindet. Da geht es um eine Eifersucht, um einen Mann, ja, der Liebhaber sozusagen von Vienna. Ein gewisser Dancing Kid im Original. Im Deutschen etwas tölpelhaft übersetzt, finde ich, wie tanzender Ted.
Der wurde so übersetzt. Gut, wie dem auch sei. Gespielt von Scott Bradley in der Rolle, ja. Des Weiteren spielen mit Ward Bond, Ernest Borgnine und John Carradine in kleineren Rollen. Und ja, die Vienna hofft auf den Fortschritt der Eisenbahn, die auf dem Weg sozusagen zu deren Land ist, und sie hat halt, wie gesagt, eine Bar, ein Spielsalon, und ist auch davon, sag ich mal, abhängig oder sehr erfreut, dass dann eventuell neue Siedler kommen und die Eisenbahn durch das Land führt. Es gibt aber mehrere Rancher, die sind dagegen und haben auch was gegen Vienna, weil die anscheinend da mit dem Ganzen da frohlockt. Und dann gibt es halt sehr viel Streitigkeiten. Allen voran ist halt diese Mercedes McCambridge, die treibt so, sie sprüht sozusagen Öl in das Feuer und ist eine ganz giftige Zicke. Ich finde also aber auch das Schauspiel zwischen ihr und Joan Crawford ist ganz, ganz klasse. Mit Mercedes McCambridge, der nimmt man den Hass also wirklich vollkommen ab. Das ist Wahnsinn. Eine wirklich von Hass getriebene Frau. Und die anderen fungieren sozusagen als ihre Spielfiguren, ne? Ja, eine Bande gibt es, die sozusagen eine Postkutsche überfallen haben sollen. Das ist dieser tanzende Ted mit drei anderen Kumpanen, die beschuldigt werden, auch dann bei Vienna Unterschlupf gefunden zu haben, aber besser gesagt, Vienna wird beschuldigt. Es gibt anfangs der Film fängt ungewöhnlich an. Er fängt mit einer hitzigen Diskussion an, mit einem sehr, sehr guten Dialog, wie ich finde, und macht ihn zu einem sehr ungewöhnlichen Western. Ja, Nicholas Ray hat darauf geachtet, dass die Charaktere sehr in den Vordergrund gezeichnet werden, dass das halt sehr wichtig ist. Die Story läuft so nebenbei, die Beweggründe sind ihm wichtig gewesen und werden auch vollkommen überzeugend dargestellt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer aus dem Rahmen fällt. Ich finde die alle ziemlich gut, selbst die kleinsten Nebendarsteller, wie zum Beispiel John Carradine, der so einen Angestellten bei Vienna im Salon spielt, der so ein bisschen der arme Trottel ist und dann auch nachher erschossen wird. John Carradine ist ja bekannt für, sage ich mal, wahnsinnig viele, 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 viele von Nebenrollen, nicht nur in Western, sondern auch in anderen Filmen. Auf den kommen wir gleich nochmal zurück. Aber dann taucht ja dieser merkwürdige Unbekannte auf, er nennt sich Johnny Guitar. Ja, eigentlich heißt er Johnny Logan, auch schon lustig zu wissen, dass Johnny Logan ja der irische Sänger und Komponist ist, der ja zweimal den Grand Prix gewonnen hat. Aber Johnny Guitar wiederum ist ein Bluesmusiker gewesen, wenn man Johnny Guitar Watson da einfügt, ne? Also er trägt es schon vorweg, dass dann später mit seinem Doppelnamen sozusagen zwei Musiker noch davon Nutzen ziehen. Interessant ist, dass dieser Johnny Guitar von Sterling Hayden gespielt ein früherer Liebhaber von Vienna war und da noch mehr Aufsehen erregt. Der Film steigert sich sehr hübsch, langsam in seiner Spannung. Man merkt die ganze Zeit diese angespannte Situation. Mir gefällt der Aufbau des Films unwahrscheinlich gut. Er ist nicht so typisch wie viele Western. Er hat eine ganz andere Herangehensweise. Und das gefällt mir so bei dem Film. Obwohl da auch teilweise der typische Schauspieler mitspielen, wie Ward Bond, vielleicht John Carradine auch und Ernest Borgnine, den man auch in zahlreichen Western gesehen hat. Aber ansonsten ist, wie gesagt, diese Verstrickung unter den Charakteren ziemlich gut getroffen. Ja, ich, wie gesagt, mag diesen Film sehr, sehr gerne. Es ist ein Hingucker-Western, den man auch gerne öfters gucken kann. Ja.
Und aus dem Jahr 1954 sagte ich schon bereits, ja, und soweit soll das erstmal mein erster Beitrag sein, denn wir haben hier noch drei weitere vor uns. Und wir kommen zum zweiten Western, der eine Verbindung hat zum ersten, denn der Komponist Victor Young war auch bei diesem Western tätig, und zwar ein Jahr vorher, 1953, und zwar ein großer Klassiker. Mein großer Freund Shane, hier mit Alan Ladd, schönes Covermotiv, ja, fast schon wie ein Steckbrief hier, so umrahmt. Ein richtig guter Klassiker von George Stevens, der den Film auch produziert hat. Und mit Alan Ladd, der schweigsame Unbekannte, ja, typisches Thema von einem Western, vielleicht hier sogar so an den Wurzeln gepackt. Mein großer Freund Shane, zusammen mit Alan Ladd spielen hier auch noch Gene Arthur mit die Hauptrollen und Van Heflin. Dazu noch Brandon DeWild, Jack Palance und Ben Johnson. Ja, Brandon DeWild spielt hier den Jungen von Van Heflin, Gene Arthur, die eine Ranch oder eine Farm besitzen, sind wirklich bescheidene Farmer. Und werden von einem Großgrundbesitzer genötigt, wie das halt so ist. Da gibt es einen großen Rancher, der braucht das Land von denen, damit seine Kühe gut weiden können. Und so ein paar kleine Farmer, die stören einfach nur. Deswegen gibt es da teilweise bei den einen gnadenlos Schulden einzutreiben. Bei den anderen sagen sie, ja, wenn du jetzt verkaufst, dann kriegst du so und so viel Geld. Und je länger du wartest, desto weniger Geld gebe ich dir. Ne? Und andere werden eingeschüchtert. Bei anderen wird dann Feuer gelegt. Man kann sich irgendwie noch wehren, aber man muss sich zusammenschließen. Das ist eine sehr, sehr schöne Szene der einfachen Farmer, wie die sich dann zusammenschließen und beraten, sie müssen was unternehmen gegen diesen großen Rancher. Ne? Da taucht dann auf einmal Shane auf. Wie gesagt, man weiß nicht, woher er kommt. Man kennt nichts von ihm, keine Vergangenheit, aber man ahnt etwas. Er ist schweigsam und lässt sich erstmal auf der Ranch, bei der Farm ein von Van Heflin und Gene Arthur. Der Junge ist dann von denen schnell begeistert von Shane. Dann sagt er, ja, du hast einen tollen Revolver, kannst du schießen. Und dann macht er Verschießkünste. Und wie das dann sich rausstellt, ist Shane also ein Revolverheld. Ja? Aber er hält sich zurück, ist ein vielleicht Verfolgter, man weiß es nicht so genau. Und ist dann auch sehr, sehr schnell bei dieser ganzen Eskalation auf der Seite der Farmer. Das erkennt der Rancher, der Großgrundrancher erstmal und denkt dann, vielleicht kann man ja mit dem Mann reden oder provozieren und so weiter. Und ein Angestellter fängt dann auch so eine Provokation an. Da gibt es eine schöne wilde Prügelei in einem Store, wo dann auch Shane zeigt, dass er sich körperlich einsetzt, ne, weil vorher durch seine Zurückhaltung wurde der auch manchmal so für feige erklärt. Das ging ja schnell im Wilden Westen. Ja, und dann gibt es halt einen Killer, der engagiert wird, ja, in der Figur von Jack Palance. Ja, und da werden schon die ersten eingeschüchtert und provoziert. Einer wird erschossen, der ein bisschen zu mutig ist, einer der Rancher. Die anderen packen ihr Zeug und hauen ab. Aber Van Heflin gibt nicht so schnell auf und will sich dem entgegensetzen. Shane weiß es allerdings zu verhindern, dass er sich jetzt opfert, weil er kennt den Revolverschützen, der da auf die ganzen Rancher angelegt ist, und übernimmt das selbst. Tolle Stimmung, gut erzeugte Dynamik in dem Western, finde ich. Und es kommt zu einem doch sehr ansehnlichen Showdown. Und zu einem Ende, von dem man nicht genau weiß, wie ist das denn jetzt eigentlich? Er reitet zum Schluss davon. Hat vielleicht so ein verstecktes, schmerzverzerrtes Gesicht, was er verbergen kann.
Man meint ja eventuell, Shane ist am Sterben, ja, während er wegreitet, weil er auch noch angeschossen wurde. Das wird aber im Film nicht thematisiert und gezeigt. Ja, und der kleine Junge, der rennt ihm noch hinterher, der ihn ja völlig als Vorbild sieht und ruft, Shane, Shane, komm zurück. So, ne? Ja, das ist ein wirklich emotional bewegender Film, würde ich sagen. Ja? Und ein Western, den man auf alle Fälle immer gut empfehlen kann. Hier, wie gesagt, wieder die Musik von Victor Young, der aber hier völlig luftig, leicht die Musik inszeniert. Also wenn man doch weiß, Victor Young hat dann, glaube ich, 3 Jahre später die Musik zu In 80 Tagen um die Welt geschrieben. Da passt das Leichte, weil sie mit dem Ballon rumfliegen. Ne? Und hier ist es mehr auch so nicht dieses Schwermütige, sondern es ist stets das Leichte in der, zumindest in der Titelmusik von Mein großer Freund Shane. Brandon De Wild, der damals Kinderdarsteller, ich glaube, da war er circa 11 Jahre in dem Film, hat dann 4 Jahre später als Jugendlicher nochmal in einem Western mitgespielt. Die Uhr ist abgelaufen. Neben James Stewart und Audie Murphy hat er da mitgespielt und ansonsten auch noch weitere Filme. Western ist mir jetzt nicht weiter bekannt, aber leider ist der Schauspieler nur 30 Jahre alt geworden, denn er ist bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Aus erster Ehe hat er einen Sohn, der da Jesse genannt wurde. Und das ist die Überleitung zu unserem dritten Film. Wenn wir den Namen Jesse hören, ist es ganz klar, der berühmteste Jesse, der im Wilden Westen um sich geschossen hat, Jesse James, ja. Mann ohne Gesetz. Hier sehen wir ein wirklich schönes Cover. Eine Hol-Raus-DVD ist das. Da ist dasselbe hier drauf, ne? Und auf der Rückseite auch dasselbe. Okay, wir gehen zurück ins Jahr 1939. Der ist also wirklich sehr alt. Und der Film ist von Henry King. Jesse James, Mann ohne Gesetz. Da spielen neben Tyrone Power, der den Jesse James spielt, auch Henry Fonda mit, der den Frank James spielt. Und die Jane Darwell spielt da die Mutter der James-Brüder. Nebenbei spielen auch noch Nancy Kelly mit, Randolph Scott oder auch John Hull und John Carradine. Da ist er wieder, John Carradine. Der spielt hier den Robert Ford. Robert Ford, ne, die Ford-Brüder sind ja auch in der Bande der James-Brüder. Man kennt jetzt vielleicht die Story. Robert Ford war der Jesse James rücklings erschossen hat. Ja. Gut, es geht auch los mit einer Farm. Ganz normal. Ja. Da kommt ein dubioser, merkwürdiger, geschniegelter, feiner Typ auf einmal mit anderen Männern auf die Farm von Mama James und die Söhne und fängt dann an zu sagen, hier kommt bald die Eisenbahn durch, ihre Farm muss gekauft werden, bla 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 bla, ne, der Fortschrift. Und die Mutter lässt sich von nichts beeindrucken und dann, was allerdings irgendwie bei diesen älteren Filmen lustig zu beobachten ist, man kommt ziemlich schnell zur Sache. Ja, da wird nicht drum herum gelabert, man kommt schnell zur Sache. Und so ist es, dass der Mann da bald seine Höflichkeit verliert, aber auch die James-Brüder sehen das ein, dass der unhöflich wird und bitten ihm dann, das Grundstück zu verlassen, auch mit Fausthieben und Androhung von Waffengewalt sozusagen, verjagen sie diese Eindringlinge. Aber das hindert die dann natürlich nicht daran, anders vorzugehen. Ne? Und leider bei einem Unglück, wo das Haus in Brand gesteckt wird, wo sie dann aufs Haus schießen, kommt dann die Mutter der James-Brüder ums Leben. Ja, und das ist natürlich ganz klar jetzt, da gibt es kein Vertun, die Brüder wollen ihre Mutter rächen, ne? Den Tod der Mutter rächen. Und die Verantwortlichen dafür, das sind natürlich die Herrschaften der Eisenbahn. Also überfallen sie
Eisenbahnen bis zum geht nicht mehr, rauben sie aus und das wird dann halt, das ist ja die Geschichte von Jesse James, ne? Aus der Not zum Betrüger, wollte ich schon sagen, ne? Zum Verbrecher, zum Banditen, ne? Ja, genau. Und da ist es wirklich schön wiedergegeben. Man ist also auch ganz klar auf der Seite von den James-Brüdern. Tyrone Power spielt Jesse James hier ziemlich klasse, ja, sehr hitzköpfig. Frank James, gespielt von Henry Fonda, ist immer so ein bisschen der Ruhigere im Hintergrund. Aber die Bande ist dann irgendwann, kommt an einem Punkt, wo sie nicht mehr weiter sich verstecken wollen oder ausrauben. Und sie meinen noch einen letzten Überfall und dann wollen sie sich zurückziehen. So, das tut auch Jesse James, der sich ja mit seiner Verlobten dann irgendwie zurückzieht und hat auch noch eine Tochter, glaube ich. Und ja, und sie haben ein kleines Häuschen und dann kommen eines Tages leider alte Bekannte da an, zwar Robert Ford mit, glaube ich, seinem Bruder. Und versuchen ihm dann auch so ein Ding einzuschenken, aber sie wurden gekauft, ja. Sie wurden gekauft sozusagen, Jesse James zu verraten. Und ja, und so kommt es dann halt am Ende des Filmes dazu, dass Jesse James rücklings erschossen wird, wie er versucht, ein Bild an die Wand aufzuhängen. Robert Ford schießt durch die Tür und kann entfliehen. So endet der erste Film. Es gab aber, weil man das nicht so stehen lassen kann, einen zweiten Film, der hier leider etwas anders aufgemacht ist. Das ist also jetzt keine Edition, die dazu passt, aber ist egal, gab es nichts anderes. Rache für Jesse James, ein Jahr später, im Jahr 1940. In dieser 2001 auf... Nee, ist doch nicht von 2001, was wollte ich sagen? Nee, ich habe es verwechselt mit was anderem. In dieser Aufmachung ist leider nicht viel zu sehen, außer hier ein Heft, das hier noch dabei ist. Das ist nicht schlecht. Hier hat man dann also auch hier den Ausschnitt. In diesem Film spielen gleich 7 Darsteller vom ersten Film wieder mit. Neben Henry Fonda und wer spielt da noch mit? Henry Hull und auch John Carradine, der muss ja auch wieder mitspielen, spielen auch noch der Typ, der Zeitungsverleger mit. Das ist er hier, Henry Hull, mit seinem Setzer, seinem Kollegen. Dazu ist jetzt hier aber noch ein junger Revolverheld dabei, der irgendwie bei Frank James aufwächst, den er in seinen Obhut nimmt. Man weiß nicht so ganz genau, wo er herkommt, aber der dann irgendwie so jähzornig und unbesonnen, ohne Hirn vorgehen möchte. Und Frank James versucht halt ein friedliches Dasein zu pflegen. Ne? Und mit an der Seite spielen auch noch ein Cop, der Eisenbahnchef, und Pinky, das ist der schwarze Arbeiter sozusagen auf der alten James Farm. Die spielen alle nochmal mit. Und der Film ist von Fritz Lang, tatsächlich, ja, vom großen Fritz Lang. Aber ich muss sagen, gegenüber dem ersten Jesse James ist die Fortsetzung ein kleines bisschen, ist gut, ist immer noch gut, aber ist ein kleines bisschen, gleitet der so normal daher, ja. Er ist ein bisschen spannungsärmer als der erste Teil. Er nimmt ständig Bezug auf das Thema Rache und Besonnenheit und dann doch wieder vernünftig sein. Und dann doch werden sie wieder reingelegt durch den Eisenbahnchef. Da gibt es noch eine, das spielt dann, wie heißt sie nochmal? Die Jean Tierney spielt noch mit. Die spielt eine junge Zeitungsreporterin. Das ist, glaube ich, die Nichte von dem Zeitungsverleger und will dann halt eine Story über Jesse James bringen. So. Und naja, Henry Fonda, also Frank James, gibt sich erst spät zu erkennen, dass er der Bruder von Jesse James ist und so weiter. Es ist gut gemacht, aber die flaut tatsächlich ein kleines bisschen gegenüber dem ersten Teil ab.
Aber lustig ist trotzdem, dass neben Henry Fonda und John Carradine und auch die Darstellerin der Mutter der James-Brüder, Jane Darwell, im selben Jahr, wie hier Rache für Jesse James, auch den John Ford-Klassiker Früchte des Zorns mitgespielt haben. Ja, ja, zum Schluss gibt es das Duell zwischen John Carradine und Henry Fonda, das natürlich Henry Fonda gewinnt und das Ganze etwas ja, da zur Ruhe kommt. Aber dennoch, die Brisanz und Spannungsgeladenheit fehlt mir in dem zweiten, in dem Fritz-Lang-Film etwas mehr. Ja, dennoch sind es alles vorzeigbare Western-Klassiker, die ich hier also in meiner in meinem dritten Teil hier nochmal hervorzeige und anpreisen möchte. Ich kann also wirklich jeden dieser Filme empfehlen. Die sind wirklich gute, klassische Western. Und wie gesagt, man merkt halt aus der Zeit, vor allen Dingen der Jesse James Film, dass man schnell zur Sache kommt. Das geht auch bei Shane und auch bei Johnny Guitar so. Da werden keine langen Umschweife gemacht. Die Handlung wird ständig vorangetrieben. Und das finde ich eigentlich das Gute an diesen älteren Western. Ja, jetzt habe ich euch hoffentlich ein bisschen beglücken können mit dieser neuen Präsentation der alten Western und diesen doch schon mittlerweile leer getrunkenen Joe Got a Gun, der vorher immer echt gefüllt war. Wie gesagt, jetzt mit Rooibos-Tee nachgefüllt. Freue ich mich darauf, beim nächsten Teil euch wieder begrüßen zu dürfen. Howdy, Cowboys, sagt Jochen.